Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich Kohlrouladen zu. Und so sieht mein großer Topf aus. Bereite ich im Backofen und in Füllung gebe ich dazu Hirse statt Reis. Kann man auch sogar andere Körner nehmen, wie zum Beispiel Bulgur oder Couscous. Ich mache es heute mit der Hirse, sozusagen Reste verwerten. Und so sieht er aus. Wirklich sehr schön, weich und zart. Die Hirse ist absolut nicht lästig. Und da kann man noch ein bisschen Soße dazu geben oder noch Kartoffeln dazu kochen und genießen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Die Füllung ist so zart, einfach köstlich. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und ich habe heute ein bisschen mit scharfer Soße gearbeitet und jetzt meine Kohlrouladen richtig schön geben diese Schärfe und Wärme im Mund. Viel Spaß beim Nachkochen und danach einen guten Appetit. Was brauchen wir für dieses Rezept? Hackfleisch, Hackfleisch nach eurer Wahl. Dazu gebe ich meistens Reis, kann man auch dazu geben Hirse, in meinem Fall Goldhirse, habe ich noch Rest hier und da möchte ich gerne es verwenden und gebe ich dazu, kann man sogar Bulgur nehmen oder sogar Couscous dazu geben. Bevor ich das dazu gebe, werde ich erstmal jetzt den Hirse mit kochend heißem Wasser übergießen. Aus dem Wasser kochen, Decke zu und lasse hier stehen, bis dass ich es gebraucht werde. Einfach an die Seite. Dann brauchen wir natürlich Weißkohl. In meinem Fall habe ich heute Spitzkohl. Es ist auch viel schöner, weil der zarte Kohl und nicht so gummig. Ich mache jetzt ungefähr so ein Stückchen ab, wo das Ganze festes ist. Den Kohl müssen wir auch ein bisschen weich machen. Ich habe schon Wasser gestellt, das Wasser schon heiß. Legen wir dann rein und ich stelle es auf den Herd und werde immer wieder mal so ab und zu umdrehen, weil mein Kohl steht nicht komplett im Wasser. In dieser Zeit, bis das wir Kohl vorbereiten, werden wir unsere Gemüse fertig machen. Das sind die Zwiebeln. Und Möhren. Wenn ihr habt richtig große Möhren, reicht zwei große Möhren. Bei mir sind so ziemlich kleine, habe ich jetzt die restliche auch aus dem Kühlschrank rausgenommen und die werden jetzt verarbeiten. Wir brauchen davon auch etwas in unserer Füllung und auch für die Soße. Erstmal bereiten wir Gemüse vor. So, Gemüse habe ich schon vorbereitet. Zwiebeln in kleine Stückchen geschnitten, Möhre auf die grobe Reibe gerieben und diese Stückchen, was wir von unten abgeschnitten haben, einfach so grob. Es muss auch nicht fein geschnitten oder macht man die Blätter auseinander und belegt den Boden. Ich mag es so, jetzt wenn ich jetzt schneide und dann werde ich auch noch kurz anbratet, dann nimmt den Kohl richtig schöne Röstaroma und unten auf den Boden von dem Topf gibt einen super tollen Geschmack. Es kann man auch noch dazu Knoblauch schneiden oder wenn ihr macht genau so eine Vorräte mit Knoblauch und die Kräuter. Ich habe jetzt den Knoblauch hier und Schnittlauch angefroren in so eine Waffel und dann kann ich mal einfach dazu machen. Oder macht man einen frischen Knoblauch oder Knoblauchpaste dazu als Geschmack. Bevor wir jetzt an den Herd gehen zum Braten, möchte ich euch noch zeigen mein Kohl. So sieht er jetzt aus und es ist total einfach, wenn ihr so einen Silikonlöffel nehmt und geht bei dem Kohl einfach lang. Wenn ihr findet, hier wo fängt den Blatt an, es geht so wunderbar, er macht auch nicht kaputt und könnt ihr einfach abdrehen. Wenn es zu heiß ist, nehmt ihr euch noch Gabel und dann drehe ich dieses Blatt mit dieser dicken Stelle nach unten, weil oben ist keine
keine Wasser und unten ist noch heißes Wasser, dass es noch weicher wird. So, schaut ihr, kann man einfach auseinanderrollen. Wunderbar geht es. Die ersten Blätter eventuell kann man auch schon auf den Sieb geben zum Abtropfen. Die sind schon sehr weich. So, sehr schön. Und die letzte lassen wir noch in heißem Wasser. So, jetzt gehen wir erstmal an den Herd und braten wir erstmal Gemüse fertig. In die Pfanne geben so vielleicht 2 Esslöffel Öl. Lassen wir die heiß werden und erstmal braten wir den Kohl ein. Nehmen wir den klein geschnittenen Kohl und braten wir kurz an. Es muss man auch nicht richtig anbraten. Nur ein bisschen, dass der Aroma gibt. Etwas Salz obendrauf. Die Kohlrouladen werde ich machen in meinem sozusagen Brottopf, wo ich immer Brot backe. Das ist ein Gusseisentopf und da werde ich die Kohlrouladen machen. So, schaut ihr, es kommt schon ein bisschen so goldbraunes und riecht angenehm, richtig schön angebratene Kohl. Kann man etwas noch Kümmel dazu geben? So, nach Geschmack. Ich habe keinen ganzen Kümmel, ich male ihn erstmal auf so eine grobe Stücken, weil ganz Kümmel mache ich das nicht, wenn er bis hin kommt. Deswegen male ich ihn und mache wieder in die Dose. So, und jetzt können wir das in unsere Töpfchen reinmachen. In die Pfanne geben wir wieder ein bisschen Öl und werden wir den Zwiebel anbraten. Geben wir jetzt das Zwiebel rein. Auch gleich ein bisschen Salz. Und lassen wir es mal kurz anbraten. So sieht jetzt in meinem Topf. Unten auf dem Boden ist gebratene Kohl. So, der Zwiebel ist schon etwas gläserlich geworden und fängt schon zum Rösten. Können wir jetzt schon die Möhre dazu geben, den Knoblauch oder so den Würfel. Den Herd stellen wir auf die mittlere Stufe, nicht sehr heiß. Und unsere Gemüse sollen sozusagen zusammenfallen. Werden wir wieder anwürfeln, bisschen Salz, bisschen Cayenne-Pfeffer mit Chili mixt haben, Pfeffer aus der Mühle. Ihr könnt natürlich andere Gewürze dazu geben, eure Lieblingsgewürze, was ihr gerne mögt. Lasst ihr für 2 Minuten einfach Deckel drauf, dass die Gemüse etwas weicher werden. So, nach 1-2 Minuten, schaut ihr, unsere Gemüse sind schön weich geworden. Das reicht schon. Und jetzt nehme ich die Hälfte auf einen Teller raus. Das geht dann zu unserer Füllung rein, zu dem Gehackten. Ungefähr so die Hälfte. Und aus der anderen Hälfte werden wir jetzt eine Soße zubereiten. Zu der restlichen geben wir ein so ungefähr Esslöffel Mehl, dass die Soße nicht so dünn wird. Ein Schluck Öl oder Butter, könnt ihr Butter auch rein machen. Und dann gebe ich ein Glas von meiner angelegten Tomaten in eigenem Saft. Das sind die ganze, aber ich werde die jetzt zerquetschen. Oder nimmt man eine Dose gehackte Tomaten aus Geschäft. Ich werde die einfach so in die Stücke machen. So, lassen wir das alles schön aufkochen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal für mehr Geschmack noch ein bisschen Tomatenmark auch dazu geben, vielleicht so ein Esslöffel. Das werde ich, glaube ich, auch jetzt machen. So ungefähr ein Esslöffel.
gibt auch mehr Tomatengeschmack. Aufkochen und dann schaut ihr nach den Dicke. Kann man auch ein bisschen noch Wasser dazu geben. Probiert ihr nach Geschmack und wenn was, dann abschmecken mit Salz, Pfeffer oder anderen Kräuter. So, unsere Soße ist auch fertig. So, jetzt gehen wir an den Tisch und machen wir unsere Füllung fertig. So, jetzt bereiten wir unsere Füllung. Hackfleisch bei mir ist nicht gewürzt, deswegen muss ich ihn auch würzen. Die Hirse werden wir jetzt absieben und können wir dazugeben. So, wie gesagt, kann man auch Reis dazugeben. Und Reis kann man auch etwas mit dem heißen Wasser übergießen, das nur zum Quellen, nicht zum Garwerden. Es wird auch gekocht. So, dann abgekühlte unsere Möhren und Zwiebeln. Und dann noch dazu kann man Tomatenmark dazu geben oder Tomatensauce. Ich habe genug angekocht, diese Pizzasauce, die Tomatensauce, deswegen gebe ich etwas davon. Das ist ziemlich scharfe Variante, ein bisschen mehr Chili, deswegen werde ich nicht zu viel reingeben. Und dann einfach kneten. Noch Pfeffer. Kann man etwas von Fleischgewürz reinmachen. Das Rezept habe ich dafür, wie ich zubereite mein Fleischgewürz. Und ein bisschen Salz. So, alles gut verknetet. Probieren und wenn was, nachwürzen. Ich gebe noch ein bisschen Salz dazu und ein bisschen von Tomatensauce. Hier sind auch Stückchen Tomaten drin. So, die restliche kann ich gleich in die Pfanne reinmachen. Und dann habe ich auch schon Gläschen verbraucht. Ja, muss mal Platz machen für neue Ernte. Bald ist soweit. So, und jetzt können wir unsere Kohlrouladen machen. In unserer Familie mögen gerne große Kohlrouladen, dass mal, wenn mal auf den Teller liegt, dann hat man was auf dem Teller. Stückchen Fleisch in die Kohlblatt. So, deswegen, so ein großes Blatt teile ich nur auf zwei Teile. Es kann man natürlich ganz kleiner machen, was wie ein Daumen. Es dauert natürlich auch Lena, sieht süß aus und nimmt man dann mit dem Gabel und steckt gleich ins Mund. Wir machen heute schöne große. Und wenn diese Rippe ist etwas so noch strebig und hart, kann man einfach mit dem Fleischklopfen, was ihr mit Fleischklopfen, einfach draufklopfen. Und dann wird es schon weich. Und so, wenn es irgendwo so dicke Stellen, so feste Stellen, so diese Rippen, kann man einfach draufklopfen. So, und jetzt werden wir die dann machen. So, nehmen wir uns Fleisch. Wie gesagt, wir mögen gerne schön groß, dann ist das reichlich Fleisch. Geht dann los. So wie es einem bequem ist. Hier meistens drücke ich runter und ist alles zu. Und legen wir die jetzt in den Topf auf unsere gebratene Kohl. So, machen wir erstmal die alle fertig. So, liebe Freunde, bin ich jetzt fertig. Zwei Reihen habe ich rausbekommen und jetzt geben wir oben drauf unsere Tomatensauce. So, dass überall kommt. Und ich werde heute im Backofen es zubereiten. Deswegen brauche ich auch nicht noch hier dazu Wasser geben. Diese Soße wird es voll ausreichen zum Schmoren. Wenn ihr es auf dem Herd macht, dann müsst ihr mal ab und zu mal schauen und vielleicht auch ein bisschen noch Flüssigkeit dazu geben oder Wasser oder die Brühe, dass euch unten nicht anbrennt. So, noch die Pfanne unbedingt ausspülen. Das Köstliche, was hier angebraten ist, muss auch mit rein. Es ist nicht verbrannt. Es ist nur gebraten, wirklich köstliche Geschmacknoten. Und gebe ich dazu. So.
Bei mir ist noch übrig geblieben, aber wirklich ganz, ganz kleine Stückchen von der Mitte von der Kohl. Und ich kann damit nichts groß anfangen. Deswegen werde ich einfach hin oben drauf legen, sozusagen wie zudecken. Und das wird auch gar. Und ich liebe geschmorte Kohl, Wahnsinn. Ich liebe ihn besser als die Kohlrouladen, wirklich. So, und dann haben wir alles in einem Topf. Und dann geht jetzt unser Topf in den Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze. Ungefähr so für eine Stunde schmoren. Und dann können wir es mal probieren oder eine rausnehmen. Es kommt darauf, was für so ein Kohl ihr nehmt. Wenn ihr ganz normale Kohl nehmt, dann manchmal muss man sogar bis eineinhalbe Stunde, weil der Kohl ist es so gummig und hart, braucht Lena. Mit dem Spitzkohl, ich denke, mit einer Stunde werden wir fertig. So, decken wir zu und dann bis dann. So, meine Lieben, nach einer Stunde und 10 Minuten habe ich gemacht. Ganz vorsichtig, es ist sehr heiß. Sieht unser Gericht so aus. Das ist oben jetzt den Kohl, was wir oben drauf gelegt haben. Und wenn wir das wegmachen, dann haben wir da unsere Kohlrouladen. Schaut hin. Ist das lecker. Die kann man einfach so servieren oder Kartoffel dazu geben oder einfach ein frisches Paket. Schmeckt wunderbar lecker. Du das mal in den Backofen zubereitet, dann wird es von allen Seiten heiß und wird von allen Seiten erwärmt, pluppert nicht nach oben. Und ihr wisst, wenn es auf dem Herd kocht, dann pluppert es nach oben und die Kohlrouladen gehen auf. Und im Backofen, das sieht es ganz anders aus. So, jetzt nehmen wir uns ein Stückchen raus und schaut, trotzdem haben wir wirklich sehr viel Soße da. Schaut, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist auch sehr, sehr heiß. Und da kann man hier ein bisschen noch Soße rausnehmen. Oder wenn man ein bisschen rausnimmt, Kohlrouladen, dann kann man auch zu den Soße kommen. Aber muss mal aufpassen, weil es ist sehr, sehr heiß ist. Werden wir jetzt ein aufschneiden. Oh, wie weich ist das. Und schaut, wie sieht es aus. Eine Kostprobe, schmeckt sehr schön zart, weich. Die Hirse, etwas hat man im Geschmack, bisschen von der Hirse, aber nicht lästig, absolut nicht. Durch das diese Tomatensoße und schöne würzige Soße und im Hackfleisch haben wir noch Zwiebel und Möhren. Es ist so zart innen drin, wirklich sehr lecker. Wenn man noch ein paar rausnimmt und dann die Soße dazu serviert, die Schärfe von meiner Tomatensoße mit der Chili kommt schön so raus, wirklich sehr sehr lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal heute fertig. Und vielleicht habe ich euch wieder eine Anregung gemacht, was ihr demnächst kochen wollt. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!